Hi, hier ist der Daniel von TechStage. Das hier ist die dritte Generation vom Motorola Moto G. Und was das alles kann, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Das hier ist das Motorola Moto G der dritten Generation. Zum direkten Vergleich halte ich hier mal den Vorgänger daneben, das Moto G der zweiten Generation, auf den ersten Blick. Von vorne gibt es eigentlich kaum Unterschiede zu sehen, abgesehen davon, dass das Design von Mikrofon und Lautsprecher sich ein bisschen verändert hat. Auf der Rückseite, da sieht man schon ein bisschen mehr Unterschied. Wir haben auf der einen Seite hier eine neue Oberflächenstruktur, die hier ist ja so eine Art geriffeltes Hartgummi, während das hier eine glatte gummierte Oberfläche ist. Allerdings, Motorola-Fans wissen auch, das G der dritten Generation kann man über den Moto Maker konfigurieren. Das heißt, es gibt also 10 verschiedene Rückseiten mit auch unterschiedlichen Farben zur Auswahl. Außerdem hier diese Metallklammer, gibt es ebenfalls in 10 verschiedenen Farben zur Auswahl. Man könnte sich also theoretisch einen pinken Deckel und einen neongrünen Metallic-Akzent auf die Rückseite packen, wenn man das möchte. Kostet einen kleinen Aufpreis, dazu kommen wir später noch. Wir haben hier eine 8-Megapixel-Kamera beim Moto G der zweiten Generation, 13 Megapixel beim aktuellen Modell, einen ganz normalen LED-Blitz beim alten Modell und hier den inzwischen schon sehr bekannten Dual-Color-LED-Blitz, der eben die Lichtfarbe den Lichtverhältnissen anpasst. Oben, wie gehabt, in der Mitte die Klinkenbuchse zum Anschluss vom Headset oder vom Standard-Kopfhörer. Da oben ist das zweite Mikrofon für die Active Noise Reduction. Auf der Unterseite haben wir Micro-USB zum Laden des Geräts. Auf der linken Seite genauso wie bisher die Elemente, den einen Austaster und den Wippschalter zur Regelung der Lautstärke. Und auf der linken Geräteseite gibt es keine weiteren Elemente. So, ganz kurz, was man hier schon kurz gesehen hat, der Deckel steht einen kleinen Spalt hier offen. Ich habe ihn vorhin offensichtlich nicht anständig wieder zugemacht. Das sollte man beim neuen Modell tun, denn das neue Modell ist nämlich im Gegensatz zum Vorgänger wasserdicht, wobei wasserdicht im konkreten Fall IPX7 heißt und das bedeutet, es soll 30 Minuten bis zu einer Wassertiefe von 1 Meter standhalten. Was man nicht machen darf, ist, das Gerät irgendwelche Drücke, wie zum Beispiel einen Wasserstrahl unter der Dusche, aussetzen oder damit schwimmen gehen, weil durch die Schwimmbewegungen auch ein höherer Druck auf die Dichtungen ausgeübt wird, ein höherer Wasserdruck, dann kann Wasser eindringen. Also, wenn es mal regnet, kein Problem, aber viel mehr habt ihr von der Wasserdichtheit nicht. Hier gibt es die Micro-SD-Karte und den Slot für die SIM-Karte. Speicher gibt es in 2 Ausführungen. Wir haben einmal die Option, das Moto G mit 8 GB internem Speicher und 1 GB RAM zu kaufen und die Alternative sind 16 GB Speicher und 2 GB RAM. Das Display ist eigentlich das gleiche wie beim Vorgänger, 5,0 Zoll und 1280x720 Pixel in der Auflösung. Der Prozessor im Inneren ist ebenfalls wieder ein Qualcomm Snapdragon der 400er Serie. Konkret ist es ein Snapdragon 410 mit 1,4 GHz statt den 1,2 GHz, die der Vorgänger noch hatte. Und auf der Vorderseite haben wir jetzt hier eine 5 statt bisher einer 2-Megapixel-Kamera. Ja, das waren die großen oder wichtigsten Punkte zur Hardware. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zur Software. Darauf läuft Android in der aktuellen Version 5.1. Wie gehabt, verspricht Motorola auch hier zumindest ein Update auf die nächst höhere Version. Das Android ist relativ nackt, also relativ nah an Vanilla Android, was mir persönlich sehr gut gefällt. Es ist sehr aufgeräumt. Ich freue mich auch besonders. Hier, das sind alle vorinstallierten Apps. Das muss man sich mal angucken. Das finde ich total klasse. Es gibt keine Unterordner, wo noch 600 andere Programme für diversen Krempel untergebracht sind oder irgendwelche Tools, die kein Mensch haben will, sondern es ist wirklich, es sind die Standard-Apps von Android, die Standard-Apps von Google und Motorola selber hat hier diesen Migrate
Bitrate-Assistenten hinzugepackt, der einem dabei hilft, die Daten beim Umziehen von einem alten Android-Smartphone oder auch vom iPhone auf das neue Moto G zu übertragen. Es gibt hier einen kleinen Hilfeassistenten, der ein paar Tipps und Erklärungen rund um das Moto G 3 mitbringt. Und es gibt hier diese Moto-Software, die letztlich alles andere macht. Also es gibt hier in diesem Assistenten ein paar Einstellungen, die man setzen kann, zum Beispiel auf Reaktionen, Gesten und Möglichkeiten zu sagen, hey, zum Beispiel um 22 Uhr oder hier ist jetzt eigentlich schon um 23 Uhr gehe ich schlafen und dann möchte ich bitte nicht mehr gestört werden oder ich gehe an einen bestimmten Ort, zum Beispiel ins Büro und möchte dann besonders laut angeklingelt werden. Ich weiß es nicht. Ein paar ganz witzige Gesten ist zum Beispiel diese Kippschüttel-Geste, die Kamera aktiviert. Nochmal Kippschütteln. Und ihr seht Stefan und die Selfie-Kamera. Wenn ich wieder zurückgehe, kann ich euch mal ganz kurz die Option zeigen. Das ist auch wie gehabt, wie wir es von den Motorola Kameras bereits kennen. Hier sind ein paar Quick-Einstellungen im Menü und ausgelöst wird einfach durch Drauftippen und ich kann so auch gleich mehrere Fotos machen. Andere Geste, die mir persönlich sehr gut gefällt, ist eine Karate-Geste, so zumindest nennt es der Hersteller, und die schaltet direkt die Taschenlampe an, also sprich den LED-Blitz auf Dauerbetrieb. Das ist eine ganz feine, praktische Sache. Das Moto G der dritten Generation soll ab heute vorbestellbar sein und kostet in der einfachen Ausführung, also sprich 8 GB interne Speicher, 1 GB RAM und entweder in Schwarz oder in Weiß 229 € in der unverbindlichen Preisempfehlung. Für einen Aufpreis von 20 €, also sprich 249 €, kann ich es mir im Moto Maker bestellen, kann also auswählen Vorder-, Rückseite, Schwarz-Weiß. Rückseite, sprich Akkudeckel in 10 verschiedenen Farben und hier diese Metallic-Akzente, dafür habe ich dann auch nochmal 10 verschiedene Farben zur Auswahl und für nochmal 50 € mehr, also insgesamt 299 € gibt es das Ding dann nach meinen Wünschen konfiguriert im Moto Maker mit 16 GB internem Speicher und 2 GB RAM. Obwohl der Rahmen des Moto G der dritten Generation nur aus Plastik ist, fühlt sich das Gerät insgesamt extrem hochwertig an. Es knarzt nicht, es ist super stabil, es liegt gut in der Hand und es rutscht auch nicht weg. Da hat natürlich auch der geriffelte Deckel auf der Rückseite seinen Teil dazu beigetragen. Zum Vergleich, das neue G wiegt mit 155 Gramm exakt genauso viel wie der Vorgänger.